Servus Leute, herzlich willkommen zu Ostwind, dein unerwartetes Abenteuer. Wie mir geht, wenn es euch gefällt, lasst gerne ein Abo und einen Daumen nach oben, würde mich sehr freuen. Und ansonsten wünsche ich viel Spaß mit der heutigen Folge. Ich bin schon mal ein Stück vorgeritten Richtung nächste Quest, damit wir da ein bisschen direkt da anfangen können, denn wir waren über 2 Kilometer weit weg und das ist dann doch ein bisschen lang gewesen, dahin zu reiten. Naja, was heißt lang? 7 Minuten ungefähr. Das geht. So, Punkt weg und ab zur Quest. Beim Turnierplatz ist das, ne? Sam wollte uns da treffen. Wir haben beim letzten Mal irgendeinen Teil für ihn geholt. Da haben wir das beste Postauto der Welt verfolgt. Das dann einfach, warum auch immer, plötzlich mitten ins Geräusch abgehauen ist. Und dann das Paket verloren hat. Ja, gut. Hier ist der Turnierplatz. Wo ist der Beginn der Quest? Ups. Ah, hier. Langsam. Da. Hallo Samuel. Großartig. Das letzte Teil ist im Dorf, bei der Autowerkstatt. Dann mal ab ins Dorf. Hättest du mir das nicht per Funk oder Telefon gleich sagen können, bevor ich hierher reite, du Idiot? So nutzlos, wie du hässlich bist. Fast 3 Kilometer. Ja, okay, das ist das... Hätte man anders lösen können. Toll. Das ist, ist da unterwegs wenigstens ein neues Lager? Was ist denn das Dorf überhaupt? Das ist kein neues Lager, aber das ist ein Frage. Hier ist ein Lager. Gibt's hier einen Schnellweg hin, eine Autobahn, die ich langreiten kann? Und hier in Süden und hier langreiten, die ganze Straße lang. War auch zum Dorf. Wisst ihr was, dann gehen wir unten auf die Straße. Also hier dann... Geradeaus, wenn wir auf der Straße sind, dann links abbiegen. Okay. Oh, mal Tempo. Let's go, Ostwind. Keine Nahrungsanzeige gerade. Heißt es, er hat eigentlich Futter und ich habe nichts gegeben? Ich meine, es hat ja anscheinend keine Auswirkung auf seine Leistungsfähigkeit, also. Oder hält er die Sprintleiste länger, wenn man ihm was zu essen gibt? Das ist eine gute Frage, ne? Müsste ich eigentlich mal auschecken. Dann wiederum, nee, kommt mir nicht so vor. So, und jetzt biegen wir nach rechts ab und folgen einfach mal der Straße. Und kommen wir noch zum Lagerfeuer, zum neuen. Und kommen schneller voran. Auf der Straße kann man ja schneller und gemütlicher reiten. Ist ja glatte Fahrbahn. Glatter Untergrund, ebener Untergrund. Noch ein Schild. Warte. Wie viele Schilder sind hier bitte? Ja, Ruckel! Warte, warte. Nein! Ah! Gut. Zwei auf einen Streich. Ja, ich sag ja, wir sollten vielleicht mehr den Hauptwegen folgen. Da finden wir mehr von den Schildern. Und wir kommen ja auch echt gut voran. Ne? Es waren eben noch 2,8 Kilometer und jetzt sind wir schon bei 1,6.
Ist ja in der Folge auch irgendwas erreichen, nicht wahr? Wenn wir schon Story-Quest. Meine, die Nebenquest sieht auch so ein bisschen uninteressant, tatsächlich. Wenn ich irgendwie Ballons abschießen oder Zielscheiben abschießen, das ist halt so. Weiß ich nicht. Da irgendwas muss man machen mit dem Bogen, mit dem Gameplay-Element, das sehe ich ein. Hat man ja auch nicht ohne Grund eingebaut. Man will dann natürlich auch die Spieler sich mit dem Bogen beschäftigen. Aber ich finde die Story gerade viel spannender. Muss ich ehrlicherweise zugeben. Ich hoffe, ihr nehmt mir das nicht krumm. Ich schneide mir ja nur ins eigene Fleisch, wenn ich hier weniger Spielzeit rausdrücke. Umso schneller kommen wir beim ersten Teil an und dann ist der auch bald vorbei und ja. Dann haben wir kein Ostwind mehr. Weil es ja leider nur zwei Spiele gibt. Straßen entlang reiten. Das lohnt sich. Wir haben jetzt schon drei Schilder waren es, ne? Oder waren es doch vier insgesamt? Ne, drei waren es gefunden. Also. Isabel, ich glaube, dein Plan geht nicht auf. Da besorgen dafür, dass keiner. Das gerade. Sorgen gerade dafür, dass keiner kommt. Darf jetzt die Abzweigung zum Rastplatz nicht verpassen, ne? Müssten wir auch bald in der Nähe von sein. Ja, noch nicht ganz. Aber fast. Frage ist halt, kommen wir von hier aus überhaupt dahin? Dann müssen wir auf den Berg rauf. Und ich befürchte fast, dass wir auf den Berg da rauf müssten. Ah, vielleicht auch nicht. Mal gucken. Da ist wieder eine Tafel. Wo in die Richtung? Soll die denn bitte sein? Oben auf dem Berg oder was? Ah ja, da. Okay. Ja, wir müssen da irgendwie raufkommen. Alles klar. Müssen da irgendwie rauf. Dann haltet mal die Augen offen, ob es da irgendwo einen Weg nach oben gibt. Ich sehe nämlich nur Felsen. Das ist ungut. Sogar sehr ungut. Shit. Hallo? Ich suche einen Weg nach oben. Gut, suche zu dem Rastpunkt. Ich hatte kurz die Überlegung, ob wir die 100% bei den Rastpunkten wenigstens machen wollen. Da fehlt uns ja nicht mehr viel. Dann habe ich gesehen, dass es hier echt nicht gut nach oben geht und ich echt keine Ahnung habe, wo ich lang muss. Um noch mehr an Höhe zu gewinnen. Hier sind echt viele Felswände. Kann man das mal festhalten? Das ist echt ungünstig. Ja, das ist jetzt nicht so schön. Mal hier durch? Ne, auch nicht, ne? Ja, das ist nicht schön. Gerade. Hier vielleicht. Hier hoch genug kommen. Um den Rastplatz zu erreichen. Ja, das sieht gut aus, wenn wir dem Weg hier folgen. Ist ein Umweg jetzt, aber wenn wir schon in der Nähe sind, will ich es auch mitnehmen, ne? Auch wenn es leider keine Schnellreisepunkte sind und ich zumindest nicht verstehe, wie man hier Schnellreise macht.
Und gerade mit so einem Open-World-Game wäre eine Schnellreise immer eine gute Option. Warum man das nicht gemacht hat oder warum man es kompliziert gemacht hat, dass kein Mensch nutzt, ist, ja. It's me a Rätsel. Hab's schon gesehen, da vorne ist es sehr gut. Haben wir einen kurzen Schlenker und dann geht es natürlich gleich weiter. Haben wir langsam Ostwind. Und hier noch kurz Walking by machen und dann gleich wieder verschwinden. Auf uns wartet ein Missionsort. Wir haben in der Folge jetzt eh schon nicht so viel gemacht, tatsächlich. Außer rumreiten. Ich wollte das Reiten euch eigentlich ersparen und dann kommt sowas. Wollte ich einmal, wollte ich es rausschneiden, indem ich es gar nicht erst mit aufnehme. Und dann sowas hier. Hurra! Mein Plan ist wunderbar aufgegangen. Nicht. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Mich persönlich stört es nicht. Ich hätte es nur gut gemeint mit euch. Yay! Turbo Boost! Durchs Gebüsch. Und dann müssen wir ja wieder zurück. Wahrscheinlich zum Turnierplatz. Und dem guten Samuel sein Zeug zu geben. Wo geht's denn hier rein? Da. Okay, immer langsam. Wer ist ein Graffiti? In 43 Meter Entfernung. Wir haben das Dorf gefunden zum allerersten Mal. Ja, sieht nach Dorf aus. Sieht dorfig aus. Und hier ist auch wieder eine Tafel. Wir haben gerade auf der Karte eine Tafel gesehen, ist sie wieder weg. Hä? Und das Graffiti ist irgendwo in die Richtung. Ach, da ist es ja. Bin noch auf dem Weg zu Samuel an einem Graffiti vorbeigerannt. Das ist weird. Ich habe doch eine Tafel, das wäre blöd. Das steht auf dem anderen Blatt. Ja, ich weiß, aber trotzdem. Gibt's hier irgendwo eine Straße, die hier quer durchführt? Und nicht wieder raus aus dem Dorf? Der baut. Okay, jetzt wäre im Ernst, der baut so eine komische Brücke. Nach einer Kurve. Und hier ist noch ein Graffiti. Ohne am Wasser. Ja, gut, da gehe ich jetzt nicht runter. Oder ja, doch. Wenn es so einfach um die Ecke ist, dann kann ich hier auch hingehen. Da. Kann man das lesen? Was hier? Chris was hier? Ja, typisches Graffiti. Sieht man zum Beispiel in der Stadt Offenbach ganz oft. Okay, ist halt auch Offenbach, ne? braucht man, glaube ich, nicht viel mehr zu sagen. Offenbäche. Hol das, durchsuche das Gebiet nach Hinweisen. Aha. Alter, ist was. Ups. Und da ist auch die Tafel in die Richtung. Ich hole erst die Tafel. Ist nicht so weit weg, das kriegen wir. Und hier sind noch zwei Graffitis. Was ist denn hier los in dem Dorf? Nur Illegale. Ich laufe da mal zu Fuß hin, geradeaus zu finden. Sei mir nicht böse, aber das ist nicht so weit weg, das kriegen wir schon hin. Ich will die Tafel jetzt platt machen. Und da ist noch eine Vogelscheuche unterwegs. Siehst du mal. Also gleich mehrere Gründe, in diese Richtung zu gehen. Vogelscheuche und eine. Wow, jetzt muss ich da auch noch irgendwie hinter den Zaun laufen. Da. Bams. Und ab zum Schild. Warte. Zum Schildbürgerstreich.
Das ist. Kann ich da hoch? Whatever. Wo ist denn dieses Schild bitte? Ah, da. Und das dabei nehmen. Gut. Weiter geht's. Mit der Quest. Da haben wir mal gut Schilder weggeräumt. Ich kann ja nichts anderes sagen. Also, wie gesagt, Isabelle, du hast ein Problem. In deinem komischen Event, da weiß, glaube ich, kaum noch einer, wenn überhaupt irgendjemand jemals davon wusste. Vom Tag der offenen Tür. Wo habe ich einen Ostwind geparkt? Eine Parallelstraße, ne? So. Bin wieder da, mein Gutste. Oh, na. Schon wieder. Von mir aus. Oh ja, er ist wirklich ganz am Ende gewesen. Ja, das wurde auch mal Zeit, ey. Der Service wird auch immer schlechter hier. Das wäre Mika nie passiert. Ja, ja, ist ja gut. Dafür streichle ich dich auch kurz. Da brauchst du es auch nicht ankommen. Ist zwar angenehm, aber trotzdem. So geht's nicht. Muss dich schon um mich kümmern, wenn du mich hier schon Sklavenarbeit verrichten lässt. Eigentlich dafür, dass ja alle so weit weg sind voneinander. Ja, ja, ich auch behaupten. So, wo war das jetzt? Die Stelle, wo wir was gesehen haben, was geblinkt hat. Noch weiter hinten, ne? Noch an ein Gebäude weiter vorbei. Ja, bei der Tanke. Mit Steinzeit-Zapfsäulen. So. Schick mal kurz einen Schluck Kaffee. Das ist ein hässlicher Vogel. Samuel Kahn. Ja, nur ein kleines Kabel. Nichts weiter. Aha. Oh, hey! Lässt du wohl los? Nein, kusch! Das ist doch kein Wurm! Hey! Folge dem Vogel. Und da fliegt er mit der Leber von Prometheus, der an den Kaukasus gekettet ist. Was? Was? Wovon redest du denn da? Mythologie. Ja, worauf wartest du denn noch? Schnappen wir uns den Vogel. Ja, 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 ich muss kurz mein Pferd holen. Wie pfeift man nochmal? Ich hab's vergessen, wie man pfeift. Scheiße. Ey, Ostwind. Na, klappt nicht so mit der Vogeljagd, hä? Ja, muss ich doch wieder herhalten. Scheiße. Oh, er hat es auf das Dach fallen lassen. Ich muss es da runterholen. Was für ein Dach? Mika? Was für ein Dach? Kannst du uns kurz helfen? Was für ein Dach? By the way, Äpfel kann man gebrauchen. Ja, wir haben das Seil verbraucht. Ja, sammeln wir mal Futter ein. Sklavin. Das haben wir die Rollen vertauscht, oder? Nö. Gut. Verstanden, Ostwind. Wir sind sogar mehrere Äpfelbäume, das finde ich gut. Auf das da, da oben. So. Hui. Kann ich eigentlich so interagieren mit dem Zeug? Nee, ich muss absteigen. Ja. Ja, es ist ein bisschen. Ostwind, du könntest da auch aufheben. Sehe ich so aus? Endlich, was für eine Plagerei. Und jetzt wieder 2000 Kilometer in die. Oh Gott. Ja, Leute, wisst ihr was? Wir sehen uns dann da. Ich schneide das hier dann raus. Da sind wir wieder. Weiter geht's. Wir sind knapp vorm Turnierplatz. Ich wollte sagen, knapp vor gut Kaltenbach. Aber nein, knapp vorm Turnierplatz. Die restlichen wieder kann ich mitnehmen. So. Galoppel, 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 Galoppel. Und dann war's das hoffentlich im Hin- und Hergereite über das ganze Gebiet, über die ganze Map. Mann, ey. Wir wollten in der Folge was erreichen. Jetzt haben wir doch wieder sehr viel Galoppel-Galoppel drin gehabt. So, Samuel, hier ist dein Kabel. Das letzte Teil. Frag nicht. Frag einfach nicht. Ich? Mach ich nicht. Keine Sorge. Danke. Sehr gut. Tinker, kannst du das kurz halten? Da kommt ja Öl raus. Ihh. Du arbeitest mit Pferden. Hast du Angst vor ein paar Tropfen Öl? Wie dem auch sei, Ari. Wir treffen uns später am östlichen Zaun von Kaltenbach. In Ordnung?
Gleich neben der Koppel. Okay. Und danke für alles, Sam. Sei nicht so dankbar. Der Arsch hat uns vorher erstmal verraten. Jemand hat eine Aufgabe für dich. Ja, toll. Die Aufgaben werde ich mir mal angucken offscreen, dann entscheide, ob ich es mache oder nicht. Aber ich habe keine Lust, nochmal Blumen zu sammeln, nochmal auf irgendwelche Zielscheiben zu schießen oder irgendwelche Ballons abzuballern. Rennen reiten, das wäre cool. Oder Springen reiten. Also das, was der Ostwind richtig gut kann. Das wäre mal irgendwie interessant. Und keine Verfolgungsjagden gegen Autos, die plötzlich Gas geben und dann keine Chance mehr hinten dran zu kommen. Uff. Was war das denn gerade? Vollbremsung im... warum springst du nicht mehr? Ich drücke Spring und er springt nicht. Was? Ostwind. Ja, ich habe jetzt halt keinen Bock. Kann auch mal vorkommen. Pferde haben auch ihren Sturkopf. Der ist ja gut. Jetzt machst du es immer wieder. Das war Zufall. Ah. Na, wie auch immer. So. Da sind wir auch schon, Samuel. Perfekt neben dem Pfahl zum Anbinden geparkt, ne? Das muss man mir nachher nachmachen. Hi. Einbruch in Gut Kaltenbach. Na gut. Letzte Chance, es dir anders zu überlegen. Ziehen wir es durch? Hört da einer Patrouille mit dem Auto? Bist du dir sicher, dass das funktioniert? Natürlich. Diese alte Dame hat mich noch nie im Stich gelassen. Außer damals, als du mich nach Kaltenbach gebracht hast. Hey, sie hat's bis hierher geschafft, oder nicht? Dieses Tor verbindet die Außenflächen mit dem inneren Turnierbereich. Wenn es offen ist, gibt es kein Zurück mehr. Verstanden? Die hält auch in seinem uralten Traktor fest wie die Grubers. Ey. Und inzwischen haben sie einen neuen gesponsert bekommen. Aber trotzdem. Verstanden. Gut. Nähere dich dem Hauptgebäude durch das kleine Wäldchen. Und was machst du dann? Ich muss dann sofort verschwinden. Ich will nicht, dass mich die Sicherheitsleute in meinem jetzigen Zustand erwischen. Mein Arm tut immer noch weh. Und der Traktor ist auf jeden Fall langsamer als die. Hätte nicht erwartet, dass er so mutig ist. Versteck dich hier, Ostwind. Ich will nicht, dass du entdeckt und eingefangen wirst. Gut, Sam. Auf dein Zeichen. Na gut. Wird schon schief gehen. Beste Animation ever. Hoffentlich hat das keiner gehört. Da war nicht schlecht gemacht. Für das Budget. Das hat bestimmt keiner gehört, Mika. Wie ein Traktor, ein lauter Traktor. Viel Glück, Ari. Ja, dir auch mit nach Hause kommen, ne? Oh, da kann ja aber Gas geben. Ploppt er gleich weg. Wenn er außer Sichtweite ist, außer Render Distance. Komm, plopp weg. Ich will dich wegploppen sehen. Ich will dich ploppen sehen. Respekt, Spiel. Respekt mit der Weiz. Jetzt ist er aber weg. Ist er mir nicht mehr sehen. Ja. Okay. Gut. Ostwind hat sich irgendwo versteckt. Let's go. Siehst du, Leute, wisst ihr was? Let's go gibt's erst in der nächsten Folge. Dann gibt's den Einbruch in Gut Kaltenbach. Vielen Dank fürs dabei sein. Macht's nicht gut, macht's besser. Ich kann gerade noch meine Verabschiedung nicht. Euer Schraubstil, bis zum nächsten Mal. Ciao.